Ich verstehe, was Sie sagen, aber ich habe keine 1000 Euro. Keine Widerworte. Ich sage Ihnen, was Sie gefälligst tun sollen, nicht andersherum. Komm schon, Mann, das ist lächerlich. Sie handeln sich gerade 1500 Euro ein. Nein, 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 bitte, das können Sie nicht tun. Doch, kann ich. Machen wir 2000 draus. Nein. Wollen Sie noch mehr? Ich habe noch ein paar Minuten übrig. Nein, nein, euer Ehren. Die Strafe beträgt 2000 Euro. Sie können jetzt gehen. Herr Jones, Sie haben letzten Monat eine rote Ampel überfahren. Ja, euer Ehren, aber ich hatte einen... Fahren Sie hier über Rot mit Ihrem Auto? Ja, aber ich hatte einen guten Grund. Meine Frau war schwanger und ich musste ins Krankenhaus. Schwer zu glauben, wenn nur Sie im Auto sitzen, ganz ohne Ihre Frau. Ich kam von der Arbeit und sie war bereits im Krankenhaus. Bitte, euer Ehren, ich habe noch nie einen Strafzettel bekommen. Ich bin ein guter Fahrer. Zweifelhaft. Wenn Sie ein guter Fahrer wären, würden Sie nicht über Rot fahren. Deshalb werden Sie die Höchststrafe von 500 Euro zahlen. 500 Euro? Euer Ehren, ich habe keine 500 Euro. Ich muss Geld sparen, um meine Familie zu ernähren. Wenn ich einen Cent für jede traurige Geschichte bekäme, wäre ich ein reicher Mann im Ruhestand. Wie ich das sehe, lügen Sie, um keinen Strafzettel zu kriegen. Und ich kaufe Ihnen die Geschichte nicht ab. Aber, euer Ehren, ich sage die Wahrheit und ich... Ich habe eine Reservierung, die ich nicht verpassen will. Also, kommen Sie Donnerstag früh wieder und wir machen dann weiter, wo wir aufgehört haben. Donnerstag, euer Ehren, an dem Tag muss ich arbeiten. Hey, wenn Sie mir noch ein einziges Mal widersprechen, Herr Jones, lasse ich Sie nicht zur Fahrschule. Sie wissen, was das bedeutet. Ihre Versicherung wird sehr teuer werden. Wollen Sie das? Habe ich mir gedacht. Der Fall wird fortgesetzt. Jetzt haben wir es. Sorry fürs Warten. Danke. Hier sind die Salate. Guten Appetit. Nein, einen Moment bitte. Sieht das richtig aus? Was meinen Sie? Charles, bitte. Hey, ich habe das mit Extra Dressing bestellt. Sieht das für Sie etwa nach Extra Dressing aus? Ich glaube, die Küche hat mehr drauf getan. Ein bisschen mehr. Wir sind zahlende Kunden, können Sie es nicht richtig machen. Tut mir wirklich leid. Wissen Sie was? Ich wollte Ihnen 20% Trinkgeld geben. Jetzt sind es nur noch 10. Das ist völlig okay. Ich wollte Sie nicht verärgern. Machen wir 5 draus. Wollen Sie etwa noch weiter Geld verlieren oder holen Sie jetzt endlich mein extra Dressing? Ja, sofort. Was? Menschen müssen schließlich aus Konsequenzen lernen. Ich musste das machen. Musstest du nicht? Das ist ein junger Kerl. Das ist wahrscheinlich seine erste Woche hier. Hey, keine Ausreden. Wenn er Anweisungen nicht befolgen kann, dann soll er gefälligst bestraft werden. Warum zeigst du Menschen kein Mitgefühl? Wie der Mann im Gericht. Es klang, als hätte er nicht viel Geld. Hättest du ihm nicht einfach eine Chance geben können? Ich habe es nicht so weit gebracht, weil ich weich bin, Tanja. Ich will nicht, dass du weich wirst. Ich meine bloß, Menschen machen Fehler. Und Vergebung zahlt sich aus. Nein. Menschen müssen bestraft werden. Dann lernen sie aus ihren Fehlern. Egal. Wolltest du mir nicht was sagen? Nein. Nein, komm Nein, schon. Nicht wichtig. Sag's endlich! Okay, gut. Ich habe auf dem Behindertenparkplatz geparkt, aber meine Plakette vergessen. Ich habe eine Strafe bekommen. Ach, komm schon, wie konntest du so einen Fehler machen? Werd jetzt bloß nicht wütend. Ich war nur kurz im Laden und dachte, es wäre nicht wichtig. Es wäre nicht wichtig? Natürlich ist es wichtig. Das ist Gesetz. Okay, dann kommst du mit zum Gericht und hilfst mir. Denn ich hatte noch nie einen Strafzettel. Nein. Das war in Thousand Oaks. Das ist Ventura County. Ich kenne da unten nicht viele. Ich habe keine Zeit für sowas vor Gericht. Insbesondere dafür. Das Natürlich ist peinlich. Natürlich kommst du mit. Okay, hier ist Ihr Dressing.
Okay, lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch was brauchen. Hey, was ist das? Anfängerunterricht? Sie geben mir gerade erst jetzt das Dressing und darauf sofort die Vorspeisen. Ich habe den Salat noch nicht gegessen. Charles, lass gut sein. Ach. Alles okay, vielen Dank. Sie bekommen gar kein Trinkgeld. Mensch, unglaublich. Der muss zurück zur Ausbildung. Ich könnte es genauso gut selbst machen. Die Sache ist die, euer Ehren. Ich habe eine Plakette. Sie war nur zu Hause. Okay, zeigen Sie mal her. Ich habe auf dem Behindertenparkplatz geparkt, also ist sie noch im Auto. Haben Sie ein Foto? Nicht bei mir. Wenn Sie mir einen Moment geben, kann mein Mann es sicherlich besorgen. Darf ich, euer Ehren? Ich bin nicht nur Ihr Ehemann, sondern auch Richter in L.A. County. Charles Cook. Vielleicht haben Sie von mir gehört. Habe ich nicht. Ah, okay. Wir sind beide gesetzestreue Bürger. Ich dachte, Sie könnten dieses Mal ein Auge zudrücken. Sie hat nämlich eine weiße Weste. Herr Cook, nur weil Sie Richter sind, stehen Sie und Ihre Frau nicht über dem Gesetz. Ich verurteile Sie zu einer Geldstrafe von 400 Euro. 400 Euro? Die Mindeststrafe beträgt 250 Euro. Das ist unangemessen. Ist okay. Okay, in dem Fall machen wir es 500 Euro, die Höchststrafe. Sie können sich das sicherlich leisten bei Ihrem Gehalt, Richter Cook. Darum geht es nicht. Es geht ums Prinzip. Sie hat eine Plakette. 500 Euro. Das Gericht vertagt sich. Lasst uns gehen. Tut mir leid, Schatz. Ich weiß. Lass uns gehen. Wir gehen. Danke. Ach, ich kann dieser Richterin nicht glauben. Ich meine, die Höchststrafe, das geht zu weit. Nun, ja, aber wenn du der Richter wärst, hättest du dasselbe getan. Nie und nimmer. Wir sind gesetzestreue Bürger. Und nicht jene Regelbrecher, mit denen ich zu tun habe. Hast du nicht aufgepasst? Offensichtlich war ich abgelenkt. Oh, meine Güte. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Oh nein. Ist jemand verletzt? Oh nein. Das ist nicht gut. Oh nein. Alles okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hören Sie, es tut mir schrecklich leid. Es war ein kleiner Fehler, aber alles wird in Ordnung kommen. Alles wird wieder gut, alles wird gut. Geht's ihr gut? Super, sie ruft gleich die Polizei und verklagt uns. Das tut uns furchtbar leid. Haben Sie sich verletzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin noch unter Schock. Ich muss meinen Mann anrufen. Okay. Hallo, Schatz. Wir wurden angefahren. Ja, wir sind noch auf dem Parkplatz. Okay. Liebe dich, bye. Er arbeitet hier als Hausmeister. Er kommt gleich. Ich hole die Versicherungsinformationen. Du, beruhig dich. Ja, aber verstehst du, ihr Mann ist Hausmeister. Er wird das wahrscheinlich als Freischein sehen und Schmerzensgeld fordern oder so ähnlich. Hast du eine Ahnung, wie viel uns das kosten wird? Unsere Versicherung wird durch die Decke gehen. Ganz zu schweigen davon, wenn er an die Presse geht. Da ist so viel los auf sozialen Medien und der Cancel Culture und all das und... Charles! Lass uns einfach einen Schritt nach dem anderen gehen, okay? Ruhig. Okay. Okay, hören Sie, Sie? Hallo, Richter. Also, das ist Ihre Frau und Ihre... Tochter. Sorry, kennt ihr beide euch? Das ist der Richter, von dem ich gesprochen habe. Jetzt wird er bestimmt noch mehr fordern. Das alles tut mir furchtbar leid, wenn...
Sie die Polizei rufen wollen, Nein, schon okay. Das Wichtigste ist, niemand wurde verletzt. Gott sei Dank. Wow, naja. Danke. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir das ohne die Versicherung klären? Ich werde alle Reparaturen bezahlen und übernehme auch etwaige Arztkosten. Nein, schon okay. Ehrlich gesagt, brauchen wir kein Geld. Mein Auto ist so alt und der Schaden ist kaum zu sehen. Und wie ich schon sagte, gut, dass niemand verletzt wurde. Also, Sie wollen, dass ich hier für nichts bezahle? Nachdem, wie ich Sie behandelt habe? Also, meine ursprüngliche Entscheidung war, Ihnen die Höchststrafe zu geben. Aber ich habe kürzlich was gelernt. Wir alle machen Fehler. Und ein wenig Vergebung zahlt sich aus. Deshalb, Herr Jones, gebe ich Ihnen eine Geldstrafe von 0 Euro. Die Klage ist abgewiesen. Sie passen auf sich auf, okay? Vielen Dank, Euer Ehren. Danke, vielen Dank. Er sollte Ihnen danken. Er ist ein anderer Mann nach allem, was passiert ist. Das ist für Ihre Tochter. Nochmal Glückwunsch. Wow, das ist so aufmerksam. Meine Frau wird sich darüber freuen. Gut. Wiedersehen. Ich mochte deine kleine Rede. Wo sollen wir essen? Lass uns zum gleichen Restaurant von neulich gehen. Ich schulde dem Kellner Trinkgeld.